Lange ist es her, dass ich das letzte Video gemacht habe und nicht nur gestreamt. Aber wir haben einen besonderen Anlass dieses Mal. Und zwar wollte ich euch den lang ersehnten Scout Zero Bionic Backpack oder wie ich immer sage, den Rucksackmod vorstellen. Das ist er nun. Hat ein bisschen gedauert, ehe er jetzt final rauskam. Eins der Teile, die ich eigentlich so am sehnlichsten mit erwartet habe, dass sie kommen. Weil für mich von Anfang an klar, der Scout Zero hat zwei große Vorteile. Einmal das Freiflug-Feeling, das schubstangenlose direkte Gefühl beim Thermikfliegen und so weiter, aktive Luft. Und der zweite Vorteil ist halt die Transportabilität am Boden. Und beides braucht man halt, um schöne, weite XC-Flüge machen zu können, wie man es halt normalerweise nur vom Start aus der Winde oder vom Hang oder vom Berg kennt. Als allererstes zeige ich euch mal die Möglichkeiten, wie man den Schirm damit transportieren kann. Das ganze Paket, wie es jetzt hier steht, wiegt ungefähr 20 Kilo. Ich bin ein bisschen über 20 Kilo. Je nachdem, was für eine Rettung man einbaut, das ist jetzt komplett abflugfertig gemessen mit Käfig, mit Propeller und mit Rettung verbaut. Es ist kein Sprit drin. Und je nachdem, in welcher Konstellation man den Zero genau fliegt, zum Beispiel standardgemäß ja auch ohne Namenverlängerung oder mit einem ultraleichten Retter, wenn man das dann will, dann würde man auch unter 20 Kilo kommen. Aber ich fahre hier so einen relativ guten Zwischenweg. Das Gewicht ist nicht das Problem, sondern wirklich nur die Transportabilität. Es muss ein kompaktes Paket sein, womit ich auch mal zum Beispiel in der Bahn einsteigen kann. Oder was ich notfalls, wenn ich irgendwo in Skandinavien unterwegs bin und da einen Biwakflug mache und er springt gar nicht mehr an, dass ich einfach wenigstens irgendwie das Zeug bis zur nächsten Straße oder bis zum nächsten kleinen Feldweg tragen kann. Und das ist für mich hiermit erfüllt. Tragesystem ist ziemlich gut. Fühlt sich an wie eine Mischung aus einem klassischen Trekking-Rucksack mit einem vollwertigen Tragesystem und diesen Ultraleicht-Rucksäcken. Warum der Faktor Ultraleicht-Rucksack? Weil diese Seiten, diese Flossen relativ flexibel und leicht gehalten sind. Das erinnert quasi etwas mehr an einen Ultraleicht-Rucksack. Und das Vollwertige, wie man es von so einer Tatonga Lastenkraxe kennt, das hat man ein bisschen im Rückenteil, weil man ja hier diesen ganzen Durchstechschutz hat und dadurch, dass alles sehr steif ist und sehr fest am Rücken sitzt. Man hat ja hier so ein bisschen diese Meshgewebe verbaut, die so ein kleines bisschen auf Abstand halten, dass man jetzt nicht wahnsinnig stark schwitzt, aber natürlich ist das jetzt erstmal insgesamt eine recht große Fläche. Und da wird sich Schweißbildung auf jeden Fall nicht ganz vermeiden lassen. Zum Schirm. Man kann ihn einerseits obendrauf transportieren. Man hätte die Option, dass man ihn vorne einklippt. Ich habe ja bei meinem früheren System das immer so gemacht, dass ich den Zellenpacksack vorne in die Schultergurte eingeklippt habe. Diesen Packsack fand ich ganz cool, weil man ihn gleichzeitig noch wie so einen kleinen Beutel tragen kann, wenn man kurze Distanzen nur läuft. Oder wenn man ihn jetzt aufmacht und als normalen Tube-Zellenpacksack tragen möchte, würde auch das funktionieren. Wenn man jetzt als Tube-Variante einen klassischen Tube-Zellenpacksack hat, dann könnte man ihn drumherum legen. Das Gewicht verteilt sich dann vielleicht noch ein bisschen besser. Und man hat den Schwerpunkt nicht ganz so weit nach oben. Und dazu sind diese seitlichen Riemen hier gedacht. Dann könnte man ihn so rumlegen. Es macht dann vielleicht Sinn, dass man ihn noch einmal in der Mitte zusammenklappt, dass er jetzt nicht so lang ist wie in diesem Beispiel. Und dann wäre das die vierte Variante, wie ich den Schirm damit transportieren kann. So, kommen wir jetzt aber zu dem interessanten Teil. Jetzt packen wir ihn mal aus und schauen mal, was man so alles mitkriegen würde. Ich habe jetzt hier extra mal bewusst alles Mögliche eingepackt, was ich auch dabei habe, um zu zeigen, dass man doch relativ viel Stauraum hier hat. In dem Fall jetzt sogar die großen Mickey-Mäuse eingepackt. Mittlerweile nehme ich ja ganz gerne meine kleinen
Knöpfe nur noch. Fliegerbrille. Dann habe ich hier mein Ripcaps-Helm mit Handschuhen. So ein Soft-Helm ist das. Ich habe meine dickste Fliegerjacke drin. Sind dann natürlich auch alles Sachen, die ich am Mann trage. Hier kommt jetzt in dem Fall mein Käfig. Wir haben hier noch eine komplett ungenutzte Seitentasche. Da habe ich jetzt in dem Fall einfach mal eine Wasserflasche reingepackt. Und an der Seite, an der anderen Seitentasche, habe ich in dem Fall den Prop reingepackt. Ja, bei meinen Scout Zero nutze ich ja diese Namenverlängerung hier. Dadurch wird das für mich beim Draufziehen des Backpacks ein bisschen tricky, aber es reicht vom Platz, dass man drüber kommt und ja, dass man ihn sozusagen rauskriegt aus dieser Variante. Hier oben, das hat Scout auch sehr, sehr clever gelöst, nutzt man den vorhandenen Reißverschluss, zippt auf. Dann haben wir an der Seite hier vorne nochmal einen kleinen Haltegurt. Im Endeffekt ist es das schon alles. Und dann ist der Motor schon ausgepackt. So. So. Ja, diese ganze Konstruktion ist im Prinzip so aufgebaut, dass man das einmal von innen wieder nach außen stülpt und umgedreht. Und ich mache es jetzt bewusst ohne Ständer. Es gibt ja diesen Scout Zero Ständer, den ich ja dann beim Biwakfliegen so nicht dabei habe. Dementsprechend einfach eine schöne, saubere Fläche am Boden suchen. Ich nehme hier den Schirm so ein bisschen als Hilfe, dass es ein bisschen abgestützt ist. Und dann kann ich im Prinzip schon anfangen und das Gestänge ranpacken. Ja, das funktioniert alles auch mit dem Original-Cage. Ja, das, was ich jetzt hier mache, ist im Prinzip schon vom Biwakfliegen erprobt. Vom letzten Sommer. Im Prinzip im Liegen aufs Gore-Zeug, auf den Schirm so ein bisschen angelehnt, dann ist es nicht so im Dreck. Baue ich den Ring auf, was relativ schnell geht. Jetzt mache ich auch immer gleich schon den Propeller dran.
Das ist der Quick Release Hub hier. Das sind so kleine Erweiterungen, Mods, die man sich, wenn man sowas machen möchte oder öfter ihn komplett zerlegen und aufbauen will, halt anschaffen kann. Die machen das Leben dann ein bisschen leichter. Das ist klar, Jacke, Brille, das ziehe ich alles an, Handschuhe. Das muss nicht mit ins Gurtzeug rein. Ich nehme dann hier immer meinen Softhelm, packe den da hin, gehe im Prinzip über den Käfig hoch. Und dann habe ich den Zero so rumliegen. Und das hat jetzt den Vorteil, dass ich dadurch sehr schön alles packen kann. Sprich, ich habe jetzt die Möglichkeit, an das Beinfach hier zu kommen. Also an das Sitzfach. Und das Sitzfach besteht aus zwei Fächern. Einen großen Fach, wo der Airbag drin ist. Den kann man auch immer drin lassen. Man kriegt den Rucksack und den Zellenpacksack wunderbar so mit rein, vorne in dieses Fach vor dem Airbag. Ich nutze den Airbag immer ganz gerne. Ich nehme ihn raus und packe stattdessen Zelt, Schlafsack und Isomatte rein in einem Paket, was auch ungefähr diese Airbag-Form hat. Und nehme das mit. Egal wie man es dreht und wendet, es bleibt dieses kleine Fach hier vorne frei, sodass ich dann diesen ganzen Backpack Mod nehmen kann. Und das ist so ein Mischgewebe. Ich würde nicht sagen, dass es Kudora ist, aber es ist schon ein eher reißfesteres Material, was man auch bei leichten Rucksäcken immer mal wieder sieht. Also es ist nicht so ein typisches ultraleichtes Material, wie man es von den Gleitschirmrucksäcken kennt. Es ist ein bisschen mehr auf Robustheit gegangen. So, GoPro überhitzt. Das heißt, das vordere Paket bleibt immer frei und da ist genug Platz drin, dass ich dort wunderbar den Rucksack reinkriege und auch den Zellenpacksack. Beim Zellenpacksack wäre es wichtig, dass man einen relativ leichten nimmt, also so einen typischen Ultraleicht-Zellenpacksack, damit der auch auf jeden Fall noch mit reinpasst. Ja, und das ist im Endeffekt schon fertig jetzt. Ich bin soweit abflugbereit. Ja, der Rest ist wie immer. Erst Hüftgurt zu, Beinschlaufen zu. Den kleinen redundanten Gurt schließen. Brustgurt. Kleine Halterung hier für den Fußsack. Der Clip für den Beinsack. Und der Clip hier. Okay, im Prinzip so sieht es jetzt aus. Das ist der Backpack-Mod. Damit ist jetzt erstmal ein schönes Setup fürs Flachland kreiert. Ich finde, das hat genau noch gefehlt. Dadurch wird es wunderbar tragbar am Boden. Und das war mir persönlich nochmal recht wichtig. Und macht schon einen Vorteil, alleine wenn ich irgendwie reise mit dem Paramotor und ich es im Rucksack relativ gut geschützt, hinten in einen normalen kleinen Kofferraum, da reden wir von Kofferraumgröße von den Citigo, kompakt reinpacken kann. Ich habe noch die Möglichkeit, vielleicht auch mal komplett ohne Auto zur Wiese zu gehen,
wenn sie nicht allzu weit weg ist und ich dann mit so einem Wanderwagen zum Beispiel dann auch ruhig voll betankt mit einem relativ schweren Schirm, so ein Zweiliner, das dann auch über längere Distanzen mal so wirklich als Abenteuer, wenn man den ganzen Tag Zeit hat, zu transportieren. Also man ist tatsächlich auch so ein bisschen weg vom Auto und also einfach viel mehr Möglichkeiten, das einzusetzen. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Für mich macht er jetzt so, wie er ist, einen sehr guten Eindruck und ist an sich schlüssig. Mir würde nichts einfallen, was man jetzt noch verbessern oder anpassen müsste. Genau, warten wir mal ab, wenn wir mal ein, zwei Jahre ihn in Benutzung haben. Aber Status quo jetzt erstmal ist, dass es ausgereift ist. Mir fällt jetzt nichts ein. Also ich bin jetzt erstmal rundum zufrieden mit dem Setup und freue mich auf sehr weite Thermikflüge, auch mal Downwind. Macht's gut!